Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind wieder dabei. Wir sind in Mamoria City, die Stadt mit der ersten Arena. Und da werden wir jetzt auch gleich hingehen. Ich gucke jetzt gerade mal, was dieser Wand hat. Oh, ist das schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass Mamoria City im Schatten eines Berges liegt. Es ist immer so angenehm frisch. Ein Kleinschein. Ja, wie cool. Und hier hat ein Smetbo. Mein Flotti findet mal tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Hallo Smetbo. So, was haben wir hier denn noch? Mamoria City Wissenschaftsmuseum. Okay, dann gucken wir uns da mal eben um. Da möchte ich natürlich auch nochmal rein. Vielleicht gibt es da das ein oder andere coole Ding. Willkommen, für Kinder beträgt der Eintritt 50 Pokédollar. Möchtest du die Ausstellung ansehen? Jo, haben wir eh genug. So. Wunderbar. Und viel Vergnügen. Oh, guck mal. Einfach ein Poster mit Aeodactyl. Ach, wir kommen gar nicht rein. Okay, ich dachte, wir könnten hier ein bisschen... Ja, gucken. Kabutops Fossil, das ist ein seltenes, unterliches Pokémon-Fossil. Mhm. Bekommt ihr uns auch in diesem Spiel. Okay, das wissen wir. Das haben wir schon geguckt. Was haben wir hier? Aerodactyl-Fossil, das ist ein seltenes, unterliches Pokémon-Fossil. Übrigens, Aerodactyl sieht so aus. Dann haben wir hier verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Aha, dieser Mondberg scheint wohl sehr mysteriös zu sein. Also scheint es da möglicherweise Pokémon-Fossilien zu geben. Ja, da müssen wir auch mal auf den Grund gehen. Werden wir auch tun. In dieser Ausstellung von diesem Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Dreidimensionales Hologramm, es trägt den Namen Weltraumkarte. Dann Meteorit vom Mondberg, es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Und das war es wahrscheinlich ein... Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Ja, hilft aber bei bestimmten Pokémon sich zu entwickeln. Und es gibt insgesamt, lass mich nicht lügen, es müssten vier sein. Nämlich Pummeluff, Pipi, Nidorina und Nidorino. So. Der Pikachu scheint ja nicht besonders an dir zu hängen. Doch. Eigentlich könntest du es doch meiner Tochter überlassen. Vergiss es. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Fängst du meinen Papa, bitte? Ja, ja, ein Pikachu. Ich besorge dir eins, versprochen. Hahaha, meins aber nicht. Meteoritenstücke. Und ein Teleskop. Ein Mikroskop. Entschuldigung. Das Licht. Was für schöne Kristalle. Cool. Und das ist eine Rakete. Also eine aufwertende Space Shuttle, um es genau zu sagen. Was haben wir hier? Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf einen Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es ein neues zum Thema Weltraum gibt. Ja, es ist durchaus interessant. Was haben wir hier noch, die Bücher? Oder was? Hier kann man nicht anquatschen. Also mehr oder weniger anquatschen. Cool. Eine schöne Ausstellung. Definitiv. Durchaus interessant. Warte schon mal so. Geht ihr eigentlich so ein bisschen in Museen oder sagt ihr nicht so für mich? Also bei mir kommt es tatsächlich so ein bisschen auf die Ausstellung an. Also wenn es bestimmte Themen und alles drum und dran interessiert mich natürlich schon. Ich war zwar sehr lange nicht mehr in einem Museum, aber es gibt durchaus Ausstellungen, die mich dann auch mal interessieren. Sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Kultur auf. So, also wirklich fett, Mann. Wieso musst du denn immer so störrig sein? Oh, hallo, Entschuldigung. Aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Es ist so, eigentlich hätte ich einen Besuch im Mamoria-Museum geplant. Aber dann haben sie meinen Fleckmann hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Vielleicht. Kannst du vielleicht hierbleiben und auf meinen Fleckmann auch, bis ich wiederkomme? Das war bestimmt auch nicht lange. Klar. Danke, das ist ja freundlich von dir. Dann lasse ich euch beiden mal ein Weilchen allein, ja? So, dann gucken wir uns das mit dem Fleckmann mal ein bisschen an. Nee. So. Natürlich kommt die hoffentlich gleich wieder. Weil dann können wir nicht weitermachen. Wollte eigentlich tatsächlich mal so langsam Richtung Arena. Das war eigentlich so heute der Tag geplant. Danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmann aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Eine Riesenperle. Sehr schön. Ich glaube, die kannst du für 10.000 verkaufen oder so. So, und jetzt gehen wir noch nicht ganz in die Arena. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen sollen? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Mhm. Warte mal, und diesen Item, kann ich da, komme ich da ran? So ohne Probleme, oder? Ja, scheinbar nicht. Schade.
Dann gehen wir mal rein. Dann machen wir jetzt heute unseren ersten Arena-Leiter. Aber vorher haben wir noch zwei Trainer. Und Publikum. Cool. Howdy. Willst du die Arena kämpfen, nehme ich an? Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug hat, dazu den Arena zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Momori City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber am Anfang über dich nicht zu befordern, setzen wir nur zwei davon voraus. Zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon von dem Pflanzen- oder ein Typ Wasser zeigen. Ja, das ist natürlich klasse. Okay, dann müssen wir tatsächlich nochmal raus. Dann müssen wir uns jetzt tatsächlich noch einen Mirapla irgendwo besorgen. Das ist aber nicht das Problem. Die gibt es ja hier vor dem Vetania-Wald in Mengen. Das habe ich jetzt tatsächlich auch sogar vercheckt ein bisschen. Diese Typen, die haben im Eingang von den Arenen stehen. Ich stelle mal so ein bisschen kleine Rätsel und alles drum und dran, so ein bisschen, die ein bisschen einfach machen sollen für die. Jetzt muss ich natürlich wissen, wo mein Mirapla auftaucht. Oder ich muss nochmal in den Vetania-Wald. Komm mal von mir. Dann muss ich tatsächlich jetzt immer in den Vetania. Ach, so ein Scheiß. Das habe ich voll vergessen, dass es den gibt. Ich glaube, man könnte ohne Probleme rein. Ich wäre mit dem Pikachu wahrscheinlich ohne Probleme durchgekommen. Grüne. Und das ist typisch Pokémon. Man kennt, wenn man ein Pokémon, ein schönes Pokémon sucht, taucht das natürlich nicht auf. Wie gesagt, eigentlich müsste ich Mirapla jetzt finden. Da ist eins. Jetzt nicht reingesehen in den Pokéball, Kollege. Ja, aber ja. Im Mirapla wurde mein Team aufgenommen. Ich möchte es aber natürlich nicht behalten, sondern wirklich nur. Wirklich nur mal dem Typen vorbeizukommen. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe immer noch keine Idee. Wir sind in Folge 4. Ich weiß immer noch nicht, wie mit dem soll. Aber vielleicht haben mittlerweile Leute auch vorgeschlagen und alles miteinander, obwohl das jetzt die zweite Aufnahmesession ist. Also ich werde jetzt ein bisschen Pokémon Let's Go Pikachus aufnehmen. Ich bin in den nächsten Folgen jetzt so Step by Step. So, warte mal. Irgendwie müssen wir doch da dieses Item kommen. Das kann doch nicht sein, dass ich da nicht rankomme. Das ist doch nicht möglich. Hier ist es. Eine X-Abwehrkapsel. Genau, die meine ich auch. Diese Kapsel. Kampf-Items sind das. Das habe ich, so habe ich das gemeint am Anfang des Let's Plays. Als ich euch die Beutel, die einzelnen Beutel ein bisschen näher gebracht habe. Dann gehen wir jetzt mal in die Arena rein. Ja, ja, das ist mir schon klar. Okay, nehmen wir das. So, dann gehen wir jetzt los. Mal gucken, ob es tatsächlich heute auf die Reihe bekommen, unseren ersten Arena-Kampf zu gewinnen, oder ob wir tatsächlich noch ein bisschen Training brauchen. Pignerin Jeanette sitzt ein Kleinschein ein. Ich kenne das normalerweise aus Rot, Blau, Gelb. Sitzen hier Dicta und Sandan ein. Aber hier sitzen sie eben jene Stein-Pokémon ein. Und tschüss, Kleinschein. Mit Doppelklick sollte es kein Problem sein. Normalerweise hier ohne Probleme durchzukommen.
Und Level 11 für Pikachu. So, machen wir das auch erledigt. Dann gehen wir dann in den zweiten Arena, zweiten Gehilfen. Oder so würde ich das sagen. Dann gucken wir mal. Wunderbar. So, das Klatscher sollte auch kein Problem sein eigentlich. Weil der erste Tritt schon unter die Hälfte geht. Jetzt packt der zweite den K.O. Jetzt müssen wir wieder 35 Erfahrung vergeben. Und jetzt hier mal unseren ersten Arena-Kampf. Ich werde kurz speichern vorher. Das mache ich nämlich immer. 10 Pokémon haben wir schon gefangen, sehr schön. Ah, ein Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Memoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsfeste Entschlossenheit wieder. Tag ihrer steinharten Verteidigung gehen sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt schon sicher denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihm wird dein Team voll auf Granit beißen. Aber sieh schon, dass sich davon nicht einschüchtern ist. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chance auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, zeig mir, was du kannst. Ja, liebe Leute, unser allererster Kampf in einer Pokémon-Arena. Er fängt mit einem uns schon bekannten Kleinsteiner an. Die haben wir ja in den, bei den beiden Gehilfen schon vorher gesehen. Und auch mal Memoria City haben ja das eine der getroffen an dem anderen. So, Level 11 ist es. Genauso wie unser Pikachu. Also durchaus wird das nicht, es wird nicht einfach werden. Ja, das wird auf jeden Fall den ersten Schub schon mal überleben. Was ist jetzt mit Tekken von dem anderen? Weil ich müsste eigentlich tatsächlich ohne Probleme jetzt durchkommen. Und Kleinschein ist schon mal down. Mirapolas geschenkt. Und jetzt kommt er mit unserem nur einem unbekannten Pokémon für uns. Nämlich der Steinschlange Onix. Wir fangen mal an mit Rutenschlag, damit wir schon mal ein bisschen die Verteidigung senden. Die haben Viecher haben so unnormal hohe Verteidigung. Steinwurf, das kann mir tun. Ja, das geht aber. So, dann müssen wir jetzt angreifen. Donnerschlag hilft übrigens nichts. Dieses Pokémon hat hier Boden und Boden. Ist gegen Elektroattacken resistent. Aber so, aber Wasser- und Pflanzenattacken tun ihm ganz besonders weh. Eine Vierfachschwäche hat es dann nämlich gegen. So, jetzt müssen wir noch einmal angreifen. Und dann war's das. Onix ist erledigt. Pikachu gewinnt. Wir haben unseren ersten Orden, liebe Leute! Und noch nicht ganz Level 12. Hm, offenbar habe ich dich unterschätzt. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, bereiche ich dir den Felsorden. Ja, sehr schön. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhalte Pokémon aus Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Die TM 01, Kopfnuss. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Achso, was cool ist übrigens, du kannst die TMs sehr oft verwenden, so oft wie möglich. Also so, wie du möchtest einfach. Das sagt er uns jetzt gerade auch. TM 01 enthält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Sehr cool. Jo. Und damit haben wir unseren allerersten Orden. Ehrungen. So, dann gehe ich jetzt ins Pokémon Center. Wer ist das? Ach, guck mal einer an. Das ist Gary Eich, der Neffe von. Ne, der Enkel von Professor Eich. Ey, du bist doch dieser Kev Gaming, oder was? Ja. Ha, hatte ich recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Ja, er ist übrigens Blau hier. Jetzt wieder im Spiel. Nicht Gary. Professor Eich ist mein Opa. Und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen.
große Gewicht bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf einen Tattoo von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Kampf schon gewonnen. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Cool, 5 Superbälle. Natürlich mal einige stärker als die Pokébälle, die wir am Anfang kriegen. Gibt es ja immer noch die Hyperbälle. Und einen ganz besonderen Ball, den Meisterball. Aber den kriegen wir spät. Gut. Ich vertausche in der Fangtasche, gut. Die Dinger sind super. Sie haben eine Menge höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Ja. Dann hat Opa also wirklich geschafft. Jetzt eine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao! So, gut, dann haben wir das zumindest auch erledigt. Wir haben unseren allerersten Arena-Kampf gewonnen, liebe Leute. Boah, jetzt muss ich doch wieder da außen rum. Weil ich will eigentlich tatsächlich gerne erstmal in den. Ins Pokédex. Ja, Pokémon Center. Entschuldigung, natürlich. So. Tja, wie gesagt, Mirapla wird demnächst aus dem Dings fliegen. So, dann können wir jetzt ja langsam auf die nächste Route begeben, nämlich Route 3 müsste das sein, oder? Oh ja, das ist der Felsorden. Das hast du von Rocker bekommen, oder? Je mehr Orden du hast, desto größer ist deine Auswahl auch im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist also ein Pokémon-Supermarkt. Das habe ich euch ja schon erklärt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Es gibt ja fast jede Stadt einen. Richtig, es gibt jede Stadt tatsächlich, wo es keinen gibt. Unter anderem halt auch, wie gesagt, Alabastia. Da warte mal, ich guck mal gerade. So, was haben wir hier? Pokémon sind einfach zu fangen, wenn du sie mit deinem Pokémon genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsender Erfahrung einem lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur per Terms beibringen. So, wir machen das übrigens gerade mal. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Hier im Box, die Kopfnussattacke. Die gebe ich übrigens bei dem Pikachu. Und zwar für Rutenschlag. So, haben wir zwei gute Angriffsattacken. Drei Angriffsattacken. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Ich guck mal gerade ein bisschen auf die Zeit. Ein paar Minütchen haben wir noch. Dann können wir zumindest mal schon uns auf diese Route begeben. Aber hier. Ha, sieht ein frisch gebackener Trainer. Bei mir bist du an der genau der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an verschiedenen Orten und helfen bei sie den Trainer dabei, sich und ihre Pokémon auf Abenteuer vorbereiten. Der Trainer-Coach ist ziemlich stark, wenn ich das nochmal sagen darf. Wenn ihr könnt auf die Probe stellen, dann fordert uns heraus. Genau, es gibt sogenannte Trainer-Coaches, die bestimmte starke Pokémon haben und bestimmten starken Attacken. Und die kriegen auch meistens ein Geschenk, wenn wir dann diese besiegen. Gut, trotzdem würde ich sagen, machen wir trotzdem mehr Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go. Pikachu. Und dann schauen wir mal, was uns ja auf unserem weiteren Abenteuer so erwartet. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.